So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video bei blendendem Wetter heute bei uns. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Tag und habt das Ganze nutzen können. Ja, dementsprechend, wir legen los. Ich habe wieder ein paar News für euch rausgesucht. Die allererste News ist ein bisschen amüsant. Ich hätte jetzt gerne darüber berichtet, wie Frau Baerbock sich wieder um Kopf und Kragen geredet hat, wie sie gebaerbockt hat, etc. pp. Sie hat ihre Chance nicht wahrgenommen. Sie hatte eine Einladung für die Bild am Sonntag, da ein Interview Einladung und hat diese nicht genutzt. Und die Bild geht hier ganz plakativ, wie man es von ihr kennt, hin und hat heute in der Bild am Sonntag Zeitung in Papier gedruckt eine leere Seite gedruckt, die betitelt ist mit "Das ist Ihre Seite, Frau Baerbock". Und dann weiterhin Zitat: "Die Kanzlerkandidatin der Grünen hätte hier erklären können, wie sie nach der Bundestagswahl regieren will, wie sie tickt, welche Werte sie prägen. Nach wochenlangem Zögern hat sie ein Interview abgelehnt. Angeblich ließe sich kein Termin finden. Lesen Sie nächsten Sonntag das große Interview mit Kanzlerkandidat Armin Laschet, CDU. Eine Woche später das mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz von der SPD." Also die Bild kann schon böse sein, dass sie da jetzt richtig in die Kerbe reinhaut. Vielleicht lag es wirklich an der Terminfindung. Ich glaube es eher nicht. Und ganz ehrlich, ich finde es dumm von Baerbock. Meiner Meinung nach ist es wirklich dumm, denn diese Reichweite von einer Bild-Zeitung nicht mitzunehmen, ist Schwachsinn. Das ist wirklich ganz, ganz unsäglich, also absolut unprofessionell, diese Reichweite nicht mitzunehmen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man nicht die Möglichkeit hat, dafür Zeit für ein Interview zu finden. Was soll das dauern? Eine Stunde von mir aus, vielleicht auch anderthalb Stunden. Und in der Regel läuft das ja so, die wollen doch was von dir, also wollen ja dein Know-how, deine Meinung wissen für dieses Interview führen. Dann lädt man sie halt zu sich ein, dann hast du noch nicht mal die Anfahrtszeiten mit dem Lastenrad. Die sind ja je nachdem, wo das ist, auch ein bisschen länger und so weiter. Ja, also man sieht einfach, das ist politische absolute Unfähigkeit in persona, wie ich finde. Und bin mal gespannt auf die anderen beiden Interviews. Interessant fände ich von der Bild, wenn jetzt sowieso auch noch mit Christian Lindner oder auch mit AfD-Abgeordneten, sprich Herr Schrupalla, genauso wie auch, oder Krupalla, glaube ich, spricht man es auch, und Dr. Alice Weidel, wenn man da auch noch Interviews führen würde. Und von der Linken natürlich genauso, Henning Belso. Dementsprechend wäre das angebracht. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für Kanzlerkandidaturen bei diesen Kandidaten natürlich geringer ist, fair wäre es. Fair wäre es. Okay, gucken wir uns das nächste Thema an. Und das dominiert gerade sehr, sehr stark den die Berichterstattung, so heißt es. Grüne fordern EU-weite Solardachpflicht für Hausbesitzer. So betitelt das Ganze die Welt jetzt heute. Und wir gehen jetzt gleich inhaltlich drauf ein. Erstmal der Hinweis hier, Olli Investiert Kanal. Da habe ich nämlich gerade heute auch nochmal ein Video drüber veröffentlicht, über Hausbau und so weiter. Fertighaus oder doch Massivbauhaus. Und aktuell ist es so, man muss nicht, auch bei einem Neubau, wenn man einen Neubau macht, realisiert, muss man keine Solardachzellen, Solardachpflicht, wie heißt es, Solardachzellen, nee, Solarzellen, sorry, jetzt stand ich hier, Baerbock auf dem Schlauch. Das ist wirklich komisch. Habe ich Baerbock in meinen Videos thematisch drin, dann baerbocke ich danach. Ist da irgendwo ein kausaler Zusammenhang oder was weiß ich? Dementsprechend, also nochmal fachlich darauf zurückzukommen. Wenn man aktuell, jetzt Stand 2021, ein neues Haus baut, muss man nicht verpflichtend Solarzellen aufs Dach montieren. Okay, baut man ein KfW 40 Plus Haus, muss es dabei sein. Photovoltaikanlage, so viel dazu. Jetzt gehen die Grünen aber hin und möchten das nicht nur für Neubauten, sondern auch für Hausbesitzer. Sprich, man hat jetzt zum Beispiel ein altes Haus in 60er, 70er Jahren oder vielleicht auch in 40er Jahren, gibt ja auch noch ältere Häuser um die Jahrhundertwende, 1900 oder sonst wann, dann muss man laut deren Wunsch nachrüsten. Ich habe da gleich ein paar Gedanken zu. Jetzt gehen wir erstmal hier drauf ein. Jetzt heißt es nämlich, Zitat, die Bundesregierung hat sich zwar von den Plänen für eine Solardachpflicht vorläufig verabschiedet, stattdessen könnte sie aber aus Brüssel kommen. Man sieht mal wieder, die EU soll mal wieder regeln, wenn es in Deutschland nicht funktioniert oder vielleicht auch nicht funktionieren soll. Die Grünen im Europaparlament möchten sie für ganz Europa einführen. Und das ist nämlich hier der EU-Abgeordnete Bloß von den Grünen, der zuständig ist für Industrie- und Umweltausschuss des Europäischen Parlaments. Und das heißt nämlich hier, die Fraktion geht offenbar davon aus, Unterstützung von prominenter Seite zu bekommen. Ich versuche, das Zitat von dem Herrn Bloß, ich versuche Ursula von der Leyen für das Vorhaben zu gewinnen. Und ja, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eine Frau
von der Leyen da mitmachen wird, weil wenn es um Steuerverschwendung und um absolute Unprofessionalität und um zahlreiche Nachteile für Deutschland geht, da ist Frau von der Leyen meiner Meinung nach sehr, sehr weit voran. Das würde auf jeden Fall funktionieren. Die Unterstützung ist bestimmt gewiss. So, und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht, weil überlegt euch mal, jetzt mal ein Gedanke. Ein Bekannter von mir hat ein Haus in Schweden. Das steht so ziemlich im Nirgendwo. Umkreis von ein paar Kilometern, was weiß ich wie viel, ist kein anderes Haus. Der hat da so seinen eigenen kleinen Feldweg dahin. Irgendwo ein paar hundert Meter weiter vorne ist die Hauptstraße quasi, also Hauptstraße. Und der hat ein Plumpsklo. Das steht im Haus, okay, also so Sickergrube, muss dann abgepumpt werden und so was weiß ich, wie das funktioniert. Der hat keinen Strom. Tatsache. Ist wirklich so. Der hat in diesem Haus keinen Strom. Wie soll das denn jetzt funktionieren, dass der Solarzellen aufs Dach macht? Soll die EU jetzt auch dafür aufkommen, dass der erstmal Stromleitungen hingelegt werden? Also wisst ihr, das ist wieder so ein Ding, so eine Dekadenz, die die Grünen hier immer an den Tag legen und ihr Weltbild für alle als das einzig Wahre und das Richtige sehen und übertragen wollen und uns aufzwängen wollen, übertragen war jetzt die nette Ausdrucksweise, das kann doch einfach nicht wahr sein. Das haut doch hinten und vorne nicht hin. Wie soll das Ganze denn funktionieren? Soll man dann Strafen bezahlen? Kriegt man dann höhere Steuern? Und was weiß ich? So weiterhin schreibt jetzt hier in den Kommentaren Nicole S. Zitat erstmal aus dem Artikel nämlich noch. Wir wollen, dass Bauherren in der EU künftig verpflichtet sind, bei Neubauten, Komplettrenovierungen und Renovierungen von Dächern Solardächer zu installieren. Und da sagt die Nicole hier Fragezeichen. Warum? Es sollte jedem selbst überlassen sein, ob, Klammern, es gibt auch andere Technologien, er eine Solaranlage installieren möchte und vor allem wo. Eine Installation ist beispielsweise auch auf freier Fläche, bei einem größeren Garten oder auf dem Garagendach möglich, was auch aus Brandschutzgründen ohnehin viel besser ist. Die Grünen sind falsch im grünen Gewand. Das sollte jedem Wähler bewusst sein. Da sagt die Dame was absolut Richtiges. Ich finde es wirklich ganz krass, diese reine Verbotspartei oder Zwangspartei für ihre Ideologien und Ideen, das passt hinten und vorne nicht und darf so nicht weitergehen. Ich finde es wirklich ganz gefährlich. Schreibt mal eure Meinung unten rein. Dann, und ich hatte vor einigen Wochen darüber berichtet, gab es, muss man jetzt mittlerweile sagen, ein Parteiausschussverfahren für Sarah Wagenknecht. Sie wurde ja teilweise auch als NAZI bezeichnet und als rechts bezeichnet, eine Sarah Wagenknecht, die eine wirklich die kompetenteste Frau in der Partei Die Linke ist, wie ich finde. Und jetzt heißt es aber hier, Schiedskommission lehnt Wagenknechts Parteiausschluss ab. Landesschiedskommission der Linken in Nordrhein-Westfalen hat die beiden vorliegenden Anträge auf Parteiausschluss von Sarah Wagenknecht einstimmig abgelehnt. Die beiden Landessprecher sprachen von einem wirklich unnötigen Verfahren. Die beiden Landessprecher muss das heißen. Meine Fresse. Also noch nicht mehr guter Journalismus hier, wenn man das so vorliest. Also das ist schon wirklich verrückt. Und ich finde es einfach nur krass, dass sowas halt gemacht wird. Weil sie hatte ja ein Buch geschrieben. Ein paar Passagen daraus habe ich gelesen. Leider habe ich es noch nicht komplett gelesen. Ich werde das jetzt nächstes Mal bei Audible, beim Joggen, läuft ja wieder so zur Zeit, mal hören als Hörbuch. Ich glaube, das ist ganz guter Tobak. Das hat auch zahlreiche, wirklich sehr, sehr gute Rezensionen bei Amazon. Steht halt wirklich gut da. Jetzt gucken wir nochmal auf die aktuellen Umfragen. Wir haben gerade gestern im Livestream ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Aktuelle Insa-Umfrage gibt es nämlich hier. Und so betitelt die Welt, SPD baut Vorsprung auf Union aus. Grüne verlieren, FDP stabil. Und in Zahlen heißt das ganz genau, FDP ist hier unverändert auf 13%, die AfD bei 12%, Linke bei 7% und sonstige Parteien ebenfalls bei 7%. Muss man sich mal überlegen, wie viel da drin steckt. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, ich hatte ein Video im Olli Reddit-Kanal gemacht, sehr kritisch zu der Vorgehensweise von der Partei Die Basis, weil, und ich weiß, damit stoße ich dem einen oder anderen, der in der Basis irgendwie die Rettung und die Zukunft sieht, gegen den Kopf. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dieses Konzept, was Die Basis verfolgt, wird nicht Schule machen, das wird nicht funktionieren. Und die haben tatsächlich, haben wir gestern im Livestream nämlich festgestellt, auf mein Video reagiert. Das fand ich wirklich gut. Dafür muss man einen Daumen an der Stelle immer da lassen, wie ich finde. Und haben sich
kritisch mit meinem Video befasst und haben dann ihre Meinung dazu gesagt. Inhaltlich konnte mich diese Meinung, diese Ausführungen, die dort standen, nicht überzeugen. So auch zahlreiche Kommentare, die ich dazu gelesen habe, die sagten, ja, dieser Kommentar, der ist von der Basis, aber das hat nichts mit vielen Meinungen in der Basis zu tun. Ja, dementsprechend. CDU, CSU liegt hier bei glatten 20%, die SPD weiter mit absolutem Vorsprung bei 25% und die Grünen liegen nur noch bei 16%. Und da kann man wahrhaft, wie ich finde, gerade wenn man solche Forderungen hier hört, von wegen, dass es hingehen soll, dass man eine Solardachpflicht bekommt, absolut unvorstellbar, kann man wirklich nur hoffen, dass die Grünen absolut nicht in Regierungsverantwortung in diesem Jahr kommen werden, meiner Meinung nach. Ansonsten nochmal der Hinweis, Olli investiert Kanal, einfach Olli Leerzeichen investiert, gerne mal reingucken, da wird es jetzt in der nächsten Zeit weiter um Hausgebrauch kaufen, renovieren, Haus neu bauen, Grundstückerschließung und alles in diesem Bereich um Themen gehen. Also haut rein, abonnieren nicht vergessen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten, ciao, ciao.